Ja, yippie. Hasst ihr Aerosmith oder ist das auch okay? Ich hasse Aerosmith. Ihr hasst Aerosmith. Sie müssen auch die Musik nicht wirklich gut finden, denn sie machen selber welche. Das, liebe Leute, sind unsere Jukebox Heroes. Jetzt haltet euch fest. Of the Year. Bravo. Ein Jahr hat 52 Wochen und das sind die Besten. Nee, ist nicht Dezember, ist jetzt Februar. Wir haben im Zählen so lange gebraucht. Das Zählpixel auf der Website ging nicht. V-Lenz, hier in den nächsten 2 Stunden unsere Gäste, stellt euch doch einfach mal Stück für Stück vor. Also das ist Lenz selbst, ne? Ja, Lenz selbst, quasi Sänger, Produzent, ich mache Texte und so weiter und so fort und steht auch am Mikro auf der Bühne. Ich bin immer noch Dezibel und der DJ von ihm. Ich bin Mike T und habe immer noch mein Geschlechtsteil. Und ich bin immer noch André und mache die Percussions und zupfe meine Stimmbänder. Wieso hast du zwischenzeitlich Sorgen um deinen Geschlechtsteil gehabt? Ich hatte keine Sorgen, ich habe es immer noch, weil ich es manchmal raushole, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Und das gehört mir zu meinem Part bei V-Lenz auch. Sein Geschlechtsteil rauszuholen. Richtig. Knautsch, Krümmel, Quetsch. Ah, jetzt habe ich's. Ihr auch? Am Start. Sauber. V-Lenz in die Jukebox Heroes of the Year 2000. Die konntet ihr wählen, die habt ihr gewählt, über Virtual Volume und über giga.de natürlich. Und jetzt sind sie nicht nur online am Start, sondern natürlich auch on air. Das hier ist ein Sampler mit ein paar Jukebox Heroes 2000. Ich habe mir aber, als ich mir überlegt habe, was machst du mit den Jungs von V-Lenz, mal eure Texte angeguckt, bis vorhin angedeutet. Über eure Website geht das ganz gut. Was mir da aufgefallen ist, widersprecht, wenn ich das falsch analysiert habe. Da tauchen oft so Themen auf wie Tod, Teufel, Sinn des Lebens, Schmerz. Ja, okay, also dazu Folgendes. Es ist also so, dass quasi... Ich starte jetzt hier meinen 20-minütigen Vortrag. Genau. Wie lange habe ich Zeit? In der Dissertation geschrieben. Nein, es ist also so, dass ich eigentlich der Anspruch an Musik oder auch gerade an Texte war, nicht der, sich zu denken, was muss ich jetzt schreiben, damit ich ins Fernsehen komme, was muss ich schreiben, damit das Radio das spielt, sondern Musik war eigentlich für mich immer ein Fluchtpunkt und eine Möglichkeit, halt auch Gefühle zu verarbeiten und so weiter, also halt mit Dingen umzugehen einfach. Einfach das Gefühl zu haben, hey, ich habe was zu sagen und es interessiert mich nicht, ob du es hören willst, ich sag's dir trotzdem. Und und meine Zeit halt irgendwie, oder die Zeit, in der diese Texte entstanden sind, das war für mich auch eine dunkle und düstere Zeit. Und somit ist es auch völlig logisch, dass die Texte, die dabei rumkommen, etwas düsterer sind als die Sachen, die jetzt in letzter Zeit entstanden sind, weil es mir etwas besser geht einfach, ja, ganz genau. Und wie muss ich mir dann den Schaffungsprozess vorstellen? Also was ist zuerst bei euch da, das Huhn oder das Ei? Das oder kannst du so nicht sagen, weil es letztendlich ist ein bisschen... es ist ein bisschen wie eine große Sammlung. Man sammelt immer über Jahre, Monate, Tage, Wochen einfach Material an, sowohl textlich als auch Beats und so weiter und so fort. Und entweder ist es, oder meistens ist es so, dass man dann irgendwie, wenn man was Neues macht, wenn man einen neuen Beat macht oder so, dann sitzt man dran irgendwie und denkt sich so, ah, geil, das passt bestimmt zu Text XY oder vielleicht zu dem Fetzen von dem Text so und fängt dann an irgendwie zu stückeln irgendwie. Schon fast schon Puzzlearbeit, kann man ja das im so Prinzip sagen? Schon. Das reine Zusammensetzen der Songs ist eine Puzzlearbeit, aber da die reine kreative Arbeit oder die eigentliche Entstehungsarbeit, die findet im Vorfeld statt. Nur ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und sich denkt, hey, ich schreibe jetzt mal einen Text oder so, sondern wenn einem irgendwas passiert, was halt würdig ist, textlich verfasst zu werden, dann tut man das halt einfach. Oder Frauen halt gerne gesehen. Letzte Song ist übrigens dem Titel Du bist nicht wert, dass ich dich liebe. Solche Sachen halt, normal. Das tut weh, wenn man das hört. Ja, hoffe ich. Wie ist das für euch? Was ist für euch eine gute kreative Situation, um vielleicht ein bisschen Puzzle oder musikalische Stückarbeit zu leisten? Wenn es draußen regnet zum Beispiel. Ernsthaft? Ja. Der Klassiker fast schon. Ja, ich mach das gerne, weil ich bin eher Stubenhocker, dann habe ich auch eine Rechtfertigung, zu Hause zu bleiben. Und muss kein Scheißgewissen haben, wenn ich dann rausgehe. Rechtfertigung, in der Bude zu hocken. Ja, oder abends vorm Fernseher und dann wird halt irgendwie total langweilig, wie bei Schlingensief 3000, da gucke ich 10 Minuten, dann nehme ich mir die Klampfe irgendwann und dann ist es vorbei. Das ist genau, weil da läuft ja auch kein Giga mehr und dann muss man eben MTV gucken. Schlingensief ist übrigens eine super Kreativitätsquelle. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Der ist die Reinkarnation des Wortes Kreativität, oder? Naja, so weit würde ich nicht gehen, aber die Sendung und auch das Konzept und auch wie es durchgeführt ist, auf jeden Fall raw. An dieser Stelle, Christoph, Kollege von MTV, lieben Gruß. Das sind unsere Jukebox Heroes of the Year 2000. Ihr werdet sie frockt. Noch richtig in Aktion erleben. In den nächsten 2 Stunden hier eure Fragen, gerne auch online über giga.de.